Hallo liebe Eltern und natürlich auch liebe Spielzeugfans und Interessierte. Ich habe heute was hoffentlich Schönes. Ich weiß es noch nicht genau, weil ich habe sowas noch nie ausgepackt. Ich habe mir was von Schleich besorgt und ich habe zuerst gedacht, oh Gott, ich habe so in meinen Karton reingesehen und dachte so, nee, habe ich jetzt nur 4 bestellt. Ich habe Gott sei Dank 6 Stück. So sieht's aus. Erinnert mich ja ein bisschen an Joghurtschachteln. Und es ist was ich als Kind total gerne mochte. Wobei nicht so direkt in dieser Form, sondern ich hatte ein Buch, das war sehr ähnlich. Also wir haben hier, die heißen, Moment, ich muss mal kurz gucken, Puzzle Mals. Und die gehören zu Wildlife bzw. Farmworld dazu. Ach so, die sind irgendwie miteinander kombinierbar. Also Wildlife und Farmworld, das sind, glaube ich, ja unterschiedliche Richtungen, die man bei Schleich erhalten kann. Ich glaube, ich sollte einfach mal runterschalten, weil bevor ich euch das jetzt hier so lang und breit erkläre, ist es, glaube ich, viel einfacher zu sehen. Ihr seht hier drin, ne, da vorne ist ein Stück einer Katze. Also wir haben das Vorderteil einer Katze. Und hier kann man, glaube ich, ganz gut sehen, was es im Endeffekt werden wird. Es sind so, ja, wie 2 Puzzleteile mit unterschiedlichen Tieren, die man kombinieren kann. Und deswegen meinte ich nämlich auch, ich hatte damals so ein Buch. Ja, da gab es noch mehr. Da gab es nicht nur Vorderteil und Hinterteil, sondern da gab es, glaube ich, Kopf, Brust, Bauch und Beine oder so. Und dann konnte man halt ganz viele Sachen so miteinander kombinieren und die sahen dann so lustig aus. Und das hat mich halt daran total erinnert und dachte so, oh, eigentlich ist das ja mega süß. Ich habe es gekauft im Angebot. Da hat es, glaube ich, eine so eine Verpackung 3,99 € gekostet. Und ich dachte mir, eigentlich geht das ja, ne, wenn man das nur so irgendwie sich holt. Aber ich meine, wenn man nur ein so ein Ding hat, bringt das ja natürlich nichts. Deswegen habe ich mich gefragt, lohnt sich denn das überhaupt? Oder ab wann lohnt sich das denn, wenn man so verschiedene Teile hat? Und wir wissen ja auch nicht, was hier in dieser Seite drin ist. Ich hoffe, dass wir nichts doppelt haben und nicht, dass man hier ein Vorderteil hat und auf der anderen Seite dann noch ein anderes Hinterteil, was in dem anderen vorher auch schon drin war. Wisst ihr, was ich meine? Komplizierter konnte man es kaum ausdrücken. Ja, ich weiß. Ich bin auf jeden Fall schon mal ganz begeistert gewesen. Ich meine nämlich, man konnte sich, glaube ich, da, wo ich bestellt habe, nicht aussuchen, was man haben möchte, sondern ich habe halt einfach nur 6 geklickt und habe dann die Daumen gedrückt, also Finger crossed, dass dann auch 6 verschiedene ankommen. Ob jetzt die Rückteile, also das Hinterteil, dann auch noch verschieden ist, weiß ich natürlich nicht. Das sind, wie gesagt, von Schleichfiguren. Alter für 3 bis 8 Jahre geeignet und es ist Serie 1. Keine Ahnung, ob es inzwischen auch schon Serie 2 gibt, weil das war ein bisschen her, dass ich das bestellt hatte und dann habe ich ja zwischenzeitlich hier keine Videos gemacht, weil ich immer so Angst hatte, nicht, mache ich irgendwie nachher falsch und dann wird der Kanal gesperrt oder so, habe ich gar keinen Bock drauf. Was ich gerade auch noch entdeckt habe, wir sehen, es gibt 144 Kombinationsmöglichkeiten. Hoffentlich haben wir hier einen Sammelzettel drin. Das wäre so cool. Ich mache jetzt einfach mal auf und gucke dann, ob wir da vielleicht irgendwie noch einen Sammelzettel haben. Moment mal, haben wir hier noch irgendwas anderes? Nö. Da ist ja gar nichts. Ja, kann man wirklich nur mal locker als Joghurtbecher benutzen. Oder vielleicht, um irgendwelche Spielsachen oder irgendwas daraus zu basteln. Naja, ich kann immer mit allem basteln. Ganz schrecklich. Das habe ich auf jeden Fall schon mal kaputt gerissen. Super. Oh, das ist ein anderes. Ich weiß auch nicht genau, ob man versehentlich auch das gleiche treffen kann. Bestimmt nicht, oder? Das, also ich meine, da werden sie ja hoffentlich wohl drauf achten, dass das nicht geht. Vorderteil ist eine Katze, wie ihr unschwer sehen könnt. Die hat so hellgrüne Augen, sonst ganz schwarz. Ja, auch ganz, ganz schön gemacht. Hier ist dann dieses Verbinderstück, was damit zusammenpasst. Ich würde mal tippen, wir haben hier einen Hund. Ich würde sogar sagen, es ist ein Rüde, oder? So ganz genau kann man es nicht erkennen. Ich mag ja generell so diese Oberflächen von Schleich. Die sind ja wirklich immer total schön gemacht. So, man hat wirklich das Gefühl, als ob das halt so ein Fell ist. Dementsprechend teuer sind leider die Figuren auch meistens. Und ich gucke jetzt mal, wie das so funktioniert, wenn man das zusammensetzt. Also es ist schon cool. Ich muss schon sagen, es macht schon Spaß und es ist auch ziemlich gut umgesetzt. Wenn man hier mal von oben guckt, es sieht schon wirklich so aus, als würde das auch zusammengehören. Also es macht einen tollen Übergang. Auch hier unten am Bauch haben sie gut gemacht. Das sieht nicht irgendwie komisch aus. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen, weil die haben natürlich unterschiedliche Körperbauarten. Sage ich jetzt mal, gibt es sowas? Körperbauarten? Jetzt gibt es das auf jeden Fall. Und dass man dann auch erkennt, okay, das ist ein Hund und das ist eine Katze und es passt aber trotzdem zusammen, ist schon schwierig. Es geht auseinander, ja, auch nicht so schwer. Das würde das auch gehen? Ich weiß nicht. Das wird, hä, das würde ja sogar auch passen. Also fast. Krass, das würde fast auch genau passen. Ich meine, kann man Blödsinn mitmachen, ne? Quer geht es natürlich nicht, weil wir haben ja gesehen, das ist so, ups, quadratisch. Aber oben, unten ist auf jeden Fall egal. Wir können ja mal ein bisschen rumprobieren. Ich hoffe so sehr, dass wir ganz viele verschiedene bekommen. Ich hätte vielleicht so eine Idee, was wäre, wenn man irgendwie so ein bestimmtes Vorder- oder Hinterteil sucht. Vielleicht muss man sich da so ein bisschen austauschen. Oder auch, wenn man weiß, okay, mehrere Leute sammeln die Dinger. Nein, wir haben schon wieder das gleiche. Nein, das gibt's ja wohl gar nicht. Ach, ärgerlich. Also wenn Leute halt eben das gleiche sammeln,
Das ist natürlich cool, weil dann kann man sich ein bisschen austauschen oder vielleicht auch über eBay Kleinanzeigen oder so, dass man da, wenn man was Bestimmtes sucht, dass man dann vielleicht das Vorder- oder Hinterteil finden kann. Das wäre natürlich auf jeden Fall sinnvoll, bevor man jetzt hier irgendwie so viel Geld dafür ausgibt, nur um dann ein passendes Vorder- oder Hinterteil zu kriegen. Ja gut, ich meine, das ist natürlich trotzdem lustig, weil man hat jetzt hier eine Kuh mit einem Hinterteil von einem Hund. Was mich gerade noch ein bisschen stutzig gemacht hat, weil hier steht ja, ich hole es nochmal kurz her, hier steht ja, vorne ist Wildlife und hinten ist Farmworld. Das stimmt ja nun nicht. Das ist doch Farmworld, oder nicht? Und das wäre doch eigentlich, keine Ahnung, was ein Hund wäre? Ja, vielleicht auch Farmworld. Also ich hoffe, dass es nicht nur so gedacht ist, dass vorne Wildlife und hinten Farmworld ist, sondern dass vielleicht beides auch vorkommen kann, sodass man vielleicht auch eine komplette Kuh zum Beispiel finden würde. Wobei, das ist ja eigentlich keine Kuh, das ist ja noch ein Kälbchen. Ein süßes Kälbchen mit einem Hinterteil von einem Hund. Es sieht schon wirklich süß aus, wenn man es dann auch zusammensteckt. Auch hier passt es wieder richtig toll. Psst, bitte nicht so laut. Danke. Mit dem Hund passt es auf jeden Fall auch hier wieder ganz gut. Na, hier ist ein bisschen... Ach, das ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich finde, dass man schon generell sieht, dass es eigentlich richtig gut zusammenpasst. Hier hat man noch die kleinen Hufen ein bisschen abgesetzt mit grauer Farbe. Und ich finde natürlich auch die Köpfe und so, die sehen so hübsch aus. Ich habe ja nicht wirklich viele Schleichfiguren, ne? Aber ich mag die total. Also wenn ich nochmal Kind wäre, dann hätte ich die auch gerne. Aber es ist natürlich sehr teuer. Ich hatte schon mal erzählt, auf meinem anderen Kanal war das auch, glaube ich. Ich habe total viele von solchen Sammelfiguren gehabt in klein und ein bisschen mehr Plastik. Also Schleich ist ja meistens, würde schon sagen, naja, wobei es gibt auch so in der Größe was. Aber Schleich gibt es ja häufig auch größer und ich hatte noch ein bisschen kleiner. Ich wollte die unbedingt mal raussuchen. Aber wisst ihr was, Leute? Ich ziehe ja demnächst um. Ja, das hatte nämlich auch noch jemand in den Kommentaren gefragt. Ich ziehe mal wieder um. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass die Leute, die hier zugucken, wahrscheinlich gar nicht wissen, dass ich umziehe. Aber natürlich, woher sollen die das auch wissen? Ich habe es hier noch gar nicht erzählt. Ja, wir ziehen mal wieder um. Das letzte Mal war 2016 und ich hatte nicht vor, nochmal umzuziehen. Aber wir werden in ein Haus umziehen. Und das ist leider nicht in Hamburg, sondern das ist außerhalb, richtig auf dem Land. Also Stadtkind wird jetzt plötzlich zum Landei, das, was ich eigentlich wollte. Aber ich hoffe, es wird gut und ich werde euch mitnehmen. Ja, das wurde nämlich auch gefragt in den Kommentaren. Was? Also, wie toll kann ich mich ärgern? Ja. Mhm, genau. Ich habe schon wieder einen Hund. Das gibt es doch gar nicht. Wie kann man denn so viel Pech haben? Oder gibt es nur so zwei verschiedene Rückteile? Nee, oder? Auf jeden Fall werde ich euch mitnehmen. Ich denke mal, entweder werde ich das auf dem Gaming-Kanal machen, also auf Zanzara am Zocken. Hier nicht, weil hier packe ich ja aus. Und auf Zanzara am Zocken habe ich ja auch damals meine Vlogs gemacht, als wir renoviert haben und so. Und das werde ich da dann natürlich auch wieder, ich sag jetzt mal fortführen. Ist ja nicht fortführen, sondern es ist ja wieder ein kompletter Neuanfang. Und ich habe sogar auch überlegt, dafür einen neuen Kanal zu erstellen, den ich mit Sola und Wiggy führen würde. Aber ich weiß nicht so recht. Also der wäre dann wahrscheinlich komplett auch für Kinder gestellt. Da muss ich nochmal drüber nachdenken, ob ich das möchte oder nicht. Ja, wir haben ein Lämpchen. Also Lämpchen mit P. Ein kleines Lämpchen. Nein, das ist auf jeden Fall schon süß. Hier ist das Fell halt auch wieder anders. Das sieht richtig aus wie so ein kleines Schafsfell. Also ein Schafspelz. Jetzt haben wir hier wirklich den Hund im Schafspelz. Der Übergang hier ist auch wieder total toll. Und ich ärgere mich so krass, dass ich schon wieder einen Hund habe. Das ist doch nicht normal, oder? Habe ich hier so Pech? Oder werden die unterschiedlichen Lieferanten so beliefert, dass da einer nur ist, der nur Hunde-Hinterteile hat oder was? Also es ist ja schön, aber... Warte mal, haben wir auch den Rüden? Ja, wir haben leider auch einen Rüden. Ich dachte, vielleicht hätten wir wenigstens noch mal eine Hündin. Aber nö. Auch das ist uns nicht gegönnt. Hier vorne ist es noch so ein bisschen gelblich eingefärbt und auch die Öhrchen ein bisschen gelblich eingefärbt. Die Hufe sind wieder ein bisschen hervorgehoben. Ja, also ich kann nichts dagegen sagen. Es sieht halt auch süß aus. Vielleicht habe ich einfach ein unfassbar großes Pech. Das wäre ja jetzt auch nicht unbedingt was Neues. So, sehen wir hier schon was? Das ist der Esel. Soll ich vielleicht... Ich muss hier hinten mal anfangen. Wir wissen ja, dass es vorne der Esel ist. Oh, bitte, bitte, bitte. Vielleicht habt ihr eben nicht genug Daumen gedrückt. Oh, ist das was anderes? Oh, ich habe das passende Rückteil zu meinem kleinen Lämpchen. Das ist ja süß. Warum sage ich immer Lämpchen? Vielleicht sollte mir heute mal ein Licht aufgehen. Naja. Ich liebe ja Esel. Ich finde, Esel sind auch so süß. Und gerade wenn man jetzt auch umzieht und man weiß, man ist so auf dem Land, hat man ja nochmal ganz andere Möglichkeiten, ne? Ich hätte schon Lust auch auf Hühner. Ich hätte auch Lust auf einen Esel. Ich hätte auch so Bock auf so einen Alpaka im Garten. Oder wir hatten auch über Minischafe mal nachgedacht. So quasi als Ersatz für Rasenmähen. Wir haben halt super viel langen Rasen und so. Da wäre das schon richtig cool. Und der wächst halt auch ordentlich. Wir ziehen halt dahin, wo die Family ist. Meine Nichte ist halt daneben an. Und das ist natürlich auch total cool. Hä, das sieht ja auch voll lustig aus. Passt auch wieder richtig gut zusammen. Das sieht schon cool aus. Naja, und das ist natürlich der große Vorteil, wenn man halt nebenan ist, dann kann ich halt wirklich immer da sein für die Kinder. Dadurch, dass ich ja keine eigenen habe, kann ich dann wenigstens mit denen zusammen sein und wir haben halt ja auch eine super Beziehung. Und das ist wirklich was, da freue ich mich schon drüber. Dass man da überhaupt das Glück hat, dass man nebenan einziehen kann, das ist schon cool. Das gibt es ja nun auch nicht so oft. Ich werde euch ganz, ganz viel noch dazu erzählen, wenn wir halt umziehen und was und wie und warum. Das will ich jetzt hier nicht unbedingt in dem Video machen. Aber guck,
guck dich mal an, wie süß der ist. Auch hier vorne. Ich mag diesen Übergang. Das sieht so richtig rauchig aus. Das ist ein toller Übergang. Nicht einfach nur so angemalt, sondern richtig schön, dass er hier so ganz smooth in das andere Fell übergeht. Auch die schwarzen Öhrchen. Die Hufe sind grau, die hier sind braun. Wir können ja gleich vielleicht nochmal das hier durchtauschen. Oder jetzt. Oder jetzt. Weil wir haben ja vorher gar keine Möglichkeit gehabt, mal zu gucken, wie die anderen Sachen aussehen. Ist auch cool. Finde ich das lustig oder finden die anderen das auch lustig? Ich bin, also irgendwie mag ich halt sowas. Ich mag das, wenn man so Dinge miteinander durchtauschen kann. Hier haben wir noch die Kuh. Das ist dann wirklich so ein Farmworld-Tier. Mit einem Lamm und eine Kuh, also Kälbchen und Lämmchen. Das sieht schon fast normal aus. Okay, gut, vielleicht nicht ganz. Aber es sieht nicht ganz so komisch aus, wie jetzt eine Katze und ein Lamm hinten. Und eigentlich müssen wir das nochmal ausprobieren. Weil das müsste ja jetzt richtig gut aussehen. Tatsache. Das sieht wirklich cool aus. Also wenn man da was findet, was dann auch zueinander passt, das ist ja mega. Ach Mensch, da hätte ich tatsächlich gerne noch mehr von. Ich meine, man muss überlegen. Ich habe ja jetzt, ich glaube, 3,99, also sagen wir mal 4 Euro ausgegeben. 4 mal 6 nach Adam Riese sind 24 Euro. Also ist schon ganz schön viel. Aber gerade wenn man so jemanden hat, der dann auch Schleich mag oder vielleicht auch Schleich sammelt und man ist da irgendwie so glücklich mit. Und ich dachte halt auch so, ja, okay, es ist vielleicht ganz lustig mit den Figuren. Aber das hier ist ja der Hund. Oh, das heißt, hinten werden wir nicht den Hund haben. Gott sei Dank. Oh, bitte nicht schon wieder ein Lamm. Ich meine, dann würde sich das auch schon lohnen, wenn das jemand halt generell gerne mag, Schleich. Und die Figuren, die sehen halt trotzdem noch toll aus. Ich habe wirklich ein bisschen Befürchtung gehabt, dass das nicht so cool aussehen wird. Es hätte ja auch so ein bisschen billig sein können, ne? Dass man dann, wenn man die zusammensteckt, passt das halt nicht. Und dann findet man halt eigentlich keine Figur richtig cool, sondern man hat dann halt so viele halbe Teile und die sind dann alle blöd. Das finde ich jetzt tatsächlich nicht, weil das schön wirklich so zusammenpasst. Ich habe jetzt gerade gar nichts gesagt, aber wir haben unseren Esel gefunden. Das heißt, wir haben noch ein zweites Tier, beziehungsweise noch ein drittes Tier, weil der Hund, den haben wir ja sowieso schon gehabt, also das Rückteil, der dann auch zusammenpasst. Hier geht der richtig hoch hinten, der Esel. Ah, da bin ich ja mal gespannt, wie der Esel aussieht, wenn ich den komplett zusammensetze. Also wenn ich nur einen Esel und einen Esel habe. Hier bei ihm guckt die Zunge raus. Oh mein Gott, ist das ein süßes Gesicht. Ich muss mir den auch nochmal so richtig angucken, weil der sieht in der Kamera immer nochmal ein bisschen anders aus als in echt. Toll. Also der ist wirklich hübsch. Und auch hier, wie er so sein Füßchen anhebt. Den mag ich, ja. Also der Hund ist toll. Ich hätte nur nicht gerne so viele von den Rückteilen gehabt. Probier mal ein bisschen rum. Wir haben ja sonst nur das, was wir theoretisch mit dem Hund probieren könnten. Ne? So, das wäre das Einzige. Und natürlich sein eigenes Teil. Das ist auch ganz niedlich, aber jetzt bin ich gespannt, wie der aussieht, wenn er wirklich mit seinem Hinterteil zusammenpasst. Ach so. Ich finde, der sieht von vorne ein bisschen anders aus. Der sieht so ein bisschen drahtiger aus. Hinten sieht er jetzt doch ein bisschen pummeliger aus. Aber ich mag ihn trotzdem noch. Ja, ich glaube, das ist richtig schwierig so zu konstruieren, dass die Sachen so zusammenpassen. Also ich, da, Respekt. Ich probiere nochmal die anderen durch. Die hatte ich ja noch nicht, ne? Das sieht irgendwie auch witzig aus. Lämpchen mit Esel. Einmal Katze mit Esel. Also der Esel, der killt mich da hinten. Das sieht so komisch aus mit dem. Kuh mit Esel. Ja, das sieht schon fast wieder gut aus. So von dem Stand her, da passen ja auch die Hufe dazu. Ist auch witzig. Aber das Fell ist auch komplett anders wieder, ne? Auch anders als bei dem Schaf. Das sieht eher so ein bisschen wild aus. Hund und Katze waren eher so gestriegelt. So, jetzt haben wir das Richtige. Ja, das sieht gut aus. Der sieht richtig süß aus. Da versteht man dann auch, warum der so steht, ne? Da versteht man, warum er steht. Süß. Also wir haben drei gefunden, die zusammen passen. Vielleicht kommt ja noch mehr. Oh, ein Schwein. Nee, Schwein haben wir auf jeden Fall nicht gehabt auf der Rückseite. Also als Hinterteil. Egal. Alles außer Hund, Esel und Lamm. Irgendwas anderes bitte. Irgendwas anderes. Vielleicht gibt es ja auch noch was komplett anderes. Na? Nein. Nein, 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 nein. Nö, wir haben nochmal den Esel. Oh, wie blöd. Ja, das ist halt wirklich immer doof bei solchen Sammeldingern, dass man teilweise so viel doppelt hat, ne? Das mag ich halt auch gar nicht. Also wenn es so einmal doppelt ist, finde ich, ist es immer noch ganz süß, ne? Da kann man das ja auch noch anders kombinieren. Aber wenn das dann so viel ist, ist es halt wirklich schon doof. Also sehr ärgerlich. Das sieht auch ganz komisch aus, Schwein mit Esel. Weil es vorne so glatt ist und hinten so fluffig. Boah, der hat so richtig goldfarbene Hufe. Das ist ein richtiges Schwein oder ist ein Ferkelchen? Kann ich nicht so zuordnen. Ich glaube fast eher, dass es ein richtiges Schweinchen ist, weil die Nase ist voll süß. Ich mag Schweine sowieso total gerne, auch wenn die so stinken. Ich finde es nicht so schlimm. Ich hatte auch mal so ein Ferkel auf dem Arm, das mochte ich auch richtig gerne. Oh, das war so süß. Ja, schade mit dem Rückteil hier. Mann, Mann, Mann. Wir probieren mal eins von unseren vielen Hunderückteilen noch, ob das auch gut aussieht. Ja, das ist auch lustig. Esel hatte ich ja schon. Dann haben wir nur noch Lamm. Schwein. Ja, das ist okay. Das kann man lassen. Und das sieht ganz gut aus. Nee, ich würde jetzt gerne nochmal alles so kombinieren, dass ich einmal die passenden zusammen habe. Also so, wir haben jetzt die hier, die richtig sind und die, die halt eben nicht zusammenpassen. So schade, dass wir wirklich keine passenden Hinterteile haben. Ich hätte gerne mehr noch gesehen. Und auch so schade, dass es keinen Sammelzettel gibt. Ich hätte so gerne mal gewusst, wie viele verschiedene es gibt. Oh Leute, ich gucke hier gerade auf mein Handy. Ich sehe, dass die gerade nur 2 Euro kosten. Also wenn man da Glück hat, bei Kaufland, warte mal, oh, da steht 8,98, aber für wie viele? Da sind so viele drauf. Ich habe keine Ahnung, hä?
Das ist richtig nice. Das gibt es sogar auch mit Elefanten und Löwen und sowas. Ich weiß aber nicht, ob die mit denen kombinierbar sind. Wenn, wäre das extrem cool. Weil dann kann man sich ja danach immer noch mal wieder was dazu holen. Und die sind teilweise wirklich sehr krass runtergesetzt. Und die werden ja nicht schlecht. Also ich denke mir halt immer so, die werden günstiger, wenn zum Beispiel eine Serie 2 rauskommt oder so. Und die sind dann quasi veraltet. Aber bei Spielzeug, warum sollte man nicht die Sachen sich holen, die schon länger draußen sind und einfach günstiger sind? Würde ich trotzdem machen. Ich bin da sowieso ein Fan davon. Ich bin ja Schnäppchenjäger. Ich hole mir gerne mal irgendwelche Sachen, die schon länger draußen sind. Und wenn sie dann runtergesetzt sind, ich brauche nicht immer das komplett Neueste eigentlich. Ich habe hier ja immer nur auf meinem Kanal die neuesten Sachen gemacht, um euch quasi das Neueste zu zeigen, was rausgekommen ist. Aber nicht, weil man das unbedingt immer haben muss, ja? Das will ich sowieso gar nicht sagen. Ich möchte euch einfach nur zeigen, was gibt es, lohnt sich das, was da drin ist oder ist es halt einfach unnötig, dafür Geld auszugeben. So, das könnt ihr dann gerne selber beurteilen, wie ihr das findet. Ich persönlich finde die tatsächlich sehr süß, also süßer als ich dachte. Ich war nicht komplett überzeugt, dass das wirklich so gut aussehen wird. Aber das sind sehr, sehr schöne Figuren, obwohl sie halt zusammengesteckt sind. Top umgesetzt auf jeden Fall. Ja, das war mal ein kleines Schleichvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein paar Anregungen bekommen. Und falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren, das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.